Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Mit dem tragischen Tod von Han Solo. Und heute... Was? Ja? Und heute machen wir weiter und kümmern uns mit Rey und Finn zusammen um die Reste des Widerstands. In den Wald. Gehen wir zum Wald. Das ist jetzt wieder nur der Übergang zur nächsten Mission, die wir jetzt beginnen werden. Jetzt. Kapitel 10. Das Finale. Nach Han Solos schicksalhaften Wiedersehen mit Kylo Ren im Herzen des Generators fliehen Finn, Rey und Chewbacca in das verschneite Ödland. Hoch über ihnen tobt die Schlacht, doch die Truppen des Widerstands sind zahlenmäßig weit unterlegen. Die X-Flügler scheinen die Verteidigung des Generators nicht durchdringen zu können. Und das Schicksal der gesamten Galaxis hängt in der Schwebe. Verloren. Es sind zu viele. Was sollen wir tun? Es funktioniert nicht. Wir müssen einige dieser T-Jäger ausschalten, bevor wir noch einmal zum Generator vordringen. Es sind zu viele. Sie ist positiv. Bei so vielen T-Jägern kann man eigentlich nicht daneben schießen. Danke, Rot 6. Glück können wir gut gebrauchen. Wenn wir hier lebend herauskommen, müssen Sie mir sagen, wie das geht, Schwarz 1. So, machen wir es mit Wettrennen. Ich will immer gar nicht so viel reden. Müssen wir hier noch finden. Also, hier finden. Ah, da. Und da ist schon der Schluss. Okay. Dann wollen wir uns noch um die restlichen TIE Fighter kümmern. Wir können ja auch direkt in die Waffe reinfliegen. Na? Na? Los. Wahnsinnsschuss, Schwarz 1. Kein Problem. Dafür bin ich doch da. Bestätige, noch ein Treffer. Schwarz 1, in dem Generator ist ein Riesenloch. Unsere Freunde kamen wohl rein. Rot 4, Rot 6, geht uns Deckung. Bin dran. Geht klar. An alle anderen, feuert auf das Ziel, gebt alles, was ihr habt. Trench Run, woo!
ganz schön eng hier. Was denn? Ich war doch nie durch den Graben gerast, Rot 4. Hey, natürlich bin ich das. Da kommt noch eine Gruppe Feinde. Feinde, direkt voraus. Ja, hier sind überall Feinde, also. Da kommen ein paar Tees von hinten. What the? Fast geschafft. Okay. Mehr Geschütze. So. Man sieht sich selber immer ganz schlecht da drin. Achtung, Teams! Ich geh rein! Gib mir Deckung! Verstanden, Schwarz 1. Viel Glück, Poe. Ich schieße einfach auf alles, was wichtig aussieht. Ist immer eine gute Idee. Denke ich mal. Kann ich eigentlich nur unterstützen. Klingt nach einem Plan. Oberster Anführer, die Treibstoffzellen wurden beschädigt. Der Planet beginnt zu kollabieren. Verlassen Sie sofort die Basis und bringen Sie Kylo Ren zu mir. Es ist Zeit, seine Ausbildung abzuschließen. Zum Falken geht's da lang. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Lichtschwert. Es gehört mir. Komm, hol's dir. Du bist ein Defekt, FN-2187. Ein Fehler, der hätte gelöscht werden sollen. Aber keine Sorge, ich werde das schon berichtigen. Das ist aber sehr unfreundlich. Du bist ein Defekt. Drück doch X. Ganz recht. Gib nicht zu schnell auf. Zieh das Unvermeidliche hinaus. Es wird dennoch kommen. Ja, lauf du mir noch hinterher. Ah. Weg von ihm. Okay. Leicht begrenzte Möglichkeiten. Aber zum Steine zerkloppen reicht's.
Au. Das ist unfair. Greifst du mich jetzt mal wieder richtig an irgendwann? Moment! Die Epic ist so gut, ich muss erstmal einen Schneemann bauen. So. Na los. So kann man ein Level auch strecken. Da kann ich nicht mehr zerstören. Okay, also muss wirklich jetzt erstmal. Gegen mich hast du keine Chance. Wahrscheinlich hätte ich warten müssen, bis die zwei Sturmtruppen besiegt sind. Jetzt ja. Ich sagte doch, ich würde es dir abnehmen. Irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Ich könnte einfach hingehen und es aufheben. Aber so sieht's cool aus. Da kann angreifen, wann er will, und Schaden machen, und ich nicht. Du bist ein Monster. Du könntest Armeen befehligen. Nein. Ich will keine Armee. Komm, beeil dich ein bisschen mit deinem Angriff. Ja, guck, er darf Schaden machen, ich nicht, oder was? Du könntest mit deinem Willen ganze Planeten in die Knie zwingen. Nein! Okay, das hatten wir schon mal so ähnlich. What the fuck? Was ist denn das jetzt? Klar, wir machen erstmal ein bisschen Rummelspielchen hier noch. Während hier gerade meine Freundin stirbt, schießen wir erstmal ein bisschen um die Wette. Kein Problem. Wo sind denn die ganzen Drohnen? Map, map, map. Wow. Definitiv der richtige Moment dafür.
Feinde zerquetscht! Das hätte ich dann vorher machen müssen. Hilf mir beim Schieben. Ah, er wackelt hinterher. Boah, Finn. Noch ein bisschen Tempo jetzt. So. Sie in dir. Ich spüre die dunkle Seite. Nutze deinen Zorn. Akzeptiere die Dunkelheit. Lachend spüre ihre Macht in deinen Adern. Du wirst mich niemals bekehren. Greif dich an. Mach weiter. Ich spreng dich schon. Lass dich von ihr durchdringen. Ja. Ja, genau. Schlag mich wie ein Schnitzel! Los! Ah, Wookie Cookies. Das verstehe ich bis heute noch nicht, ehrlich. Hat er einen Sender drin, wo drin stand? Du bist erwacht. Lass erstmal die Starkiller-Basis zerstören, bevor du dich aktivierst. So verstehe ich nicht. Master Luke finden wie? Ja, alles klar, Kumpel, warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke. Oh, mein treuer Freund, ich hab dich vermisst. Jetzt können sie ihr Zeug aufbauen. Gut, wir werden jetzt direkt noch ranhängen, den Epilog, klar. Den Epilog werden wir jetzt direkt noch ranhängen an unser jetziges Spiel. Und werden uns noch auf die Suche nach Luke Skywalker begeben. Danach ist die Hauptquest zumindest vorbei. Danach werden wir uns um die Bonusmissionen kümmern. Es gibt ja noch die Missionen. Jetzt haben sie alle Hüte auf. Es gibt ja noch die Missionen. Hier zum Beispiel ist eine,
wenn ihr euch wenn angucken ich meine wollt. Gedanken nur vor Kylo Ren. Du möchtest wissen, welche Rolle der Heilige Orden des Ramulus bei all dem gespielt hat, nicht wahr? Das hier müssen wir uns dann noch angucken. Ich werde dafür wahrscheinlich meinen anderen Spielstand nehmen. Da habe ich nämlich die ganzen Missionen hier schon mal gespielt und freigeschalten, weil sonst müsste ich jetzt jedes nochmal im freien Modus spielen, weil wir brauchen ja mindestens 60 goldene Steine zum Beispiel. Möchte ich euch nur zeigen, man kann ja die Story wiederholen sozusagen und deswegen werden wir das dann auch machen. Also, ich bring dir deinen Bruder zurück. Okay, Lea, du bist ganz schön glücklich dafür, dass dein Mann gerade, naja. So. Ja, möchten wir. Epilog. Lukes Insel. Die Starkiller-Anlage ist zerstört. Und mit ihr die unmittelbare Bedrohung der Ersten Ordnung. Auf Dakar hat R2-D2 sich reaktiviert und Daten aus den Archiven des Imperiums offenbart. Mithilfe dieser Daten ist der Widerstand endlich in der Lage, die Karte zu Luke Skywalkers Aufenthaltsort zusammenzusetzen. Rey, R2-D2 und Chewbacca machen sich zum Abflug bereit, um den Jedi-Meister zu finden und mit ihm eine neue Hoffnung. Oh, wir sind ja schon da. Ray. Nee, wir machen uns auf den Weg. Ja. Möge die Macht mit dir sein. Selbst daraus kann man noch eine ganze Mission machen. Das wird ein beschwerlicher Weg. Nun gut. Suchen wir den Josen Jedi-Meister auf. Wollen wir hoffen, dass wir ihn finden. Was? Du hast es doch einstecken, Mädchen. Nimm's doch. Mein Gott. Ach, das können wir jetzt auch. So, Chewie, komm. Was? Ah, jetzt. Okay. Versteckter Weg. Da kann man noch was mit der Macht machen, aber die haben wir ja nicht. Wir können auch nicht mal ein eingestecktes Lichtschwert nehmen. Bei Finn ist das kein Problem. Aber bei uns. Ich meine, wenn Finn das macht, ohne damit je geübt zu haben und was aufschneidet, ist das natürlich cool. Aber wenn natürlich jetzt Rey das einfach nehmen würde, was es hat. Und sagen wir mal, da unten jetzt den Schlitz aufgeschnitten hätte, wäre doch auch gegangen, oder? Oder irre ich mich da in irgendeiner Weise? Ich glaube nicht. Es klemmt. Kannst du von dort unten irgendetwas tun? Ja, ja, Moment. Chill mal. Warum kommst du wieder runter? Das ist total unrealistisch. Das ist weder rational noch realistisch. Oh, ich bin oben. Ich habe mich hochgeschwungen.
Strapazen auf mich genommen, aber ich hüpfe nochmal runter, um einfach mit dir nochmal hochzuhüpfen. Hä? Naja. Was mich übrigens ein bisschen, also auch an The Last Jedi geärgert hat, als Chewbacca Luke Skywalker wieder gesehen hat, war er mir etwas zu unkritisch gegenüber der Meinung, dass er nicht zurückkommen sollte, weil, oder nicht zurückkommen will. Weil, ich sag mal so, Chewbacca hat erlebt, wie sein bester Freund gestorben ist für den Widerstand. Und jetzt braucht der Widerstand den stärksten Jedi, den einzigen Jedi, den letzten Jedi, den es noch gibt, sozusagen. Und was sagt Luke? Ach nee, lieber nicht. Ich meine, ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Lass mal stecken. Also, da hätte ich als Chewbacca wirklich gesagt, ey, mein Freund ist dafür gestorben, für den Widerstand. Und du bleibst hier auf der Insel hocken und denkst, du kannst dich aus allen raushalten, was hier los ist. Und dann kommst du nur als Machtprojektion. So einen Schwachsinn erst noch. Ich sag nicht, dass die Machtprojektion an sich Schwachsinn ist, weil ja das Rian Johnson in so einem richtig guten... Ah! In einem richtigen Beitrag auch erklärt hat, dass es eben schon immer zum... Auch in den Legends schon gab bei Star Wars. Aber... Ich versuche einen Weg drumherum zu finden. Ich sage halt in dem gewissen Weise auch, dass es halt trotzdem schade darum ist, Luke so benutzt zu haben. Erstmal, dass er sowieso sterben musste, nur weil er Machtprojektion gemacht hat. WTF. Wenn ich sowas mache, dann mache ich es nicht das erste Mal, habe ich es vielleicht auch schon mal geübt. Und zweitens, weil eben... Also ich finde, Mark Hamill, also Luke Skywalker, hätte wirklich auch auf Crait sein können. Er hätte nach Crait kommen können. Vor allem, man hat es ja noch angeteasert, dadurch, dass man seinen X-Wing unter Wasser gesehen hat. Oder Rey seinen X-Wing unter Wasser gesehen hat. Und ich meine, wie gesagt, es gab ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, How the Last Jedi Should Have Ended. Da wird ja auch erwähnt, wieso hat man Luke nicht einfach hingehen lassen und hat ihn dann, wie Kylo Ren in Episode 7, die Schüsse aufhalten lassen von den AT-M6, von den Guerilla-Walkern, die da auf ihn schießen, wo er gesagt hat, all weapons on this person oder so, keine Ahnung, also alle Leute auf den schießen da, wo dann am Ende noch so von der Schulter wischt, was auch so eine richtig blöde Aktion war, finde ich, also was halt überhaupt nicht zu Luke passt. Und warum nicht einfach das Ding mit den Schüssen, mit der Hand aufhalten, wie Kylo Ren? Ich meine, Kylo Ren kann das mit einem Blasterschuss, ja, aber Luke Skywalker, oder beziehungsweise Luke Skywalker hat seit 30 Jahren jetzt, oder noch länger, seit 36 Jahren ist der jetzt ein Jedi. Hat studiert, hat einen eigenen Jedi-Tempel gegründet. Wenn das Kylo Ren kann, muss es ja von irgendjemandem gelernt haben. Und ich meine, warum nicht von Luke? Der hat so viel Wissen gesammelt, so viel Wissen gesucht. Er würde ja wohl wissen, wie man Schüsse... Das konnte Yoda auch. Hätte Yoda bestimmt auch gekonnt. Der hat sogar Blitze aufgehalten. Also wenn das Yoda kann, dann konnte es bestimmt Luke Skywalker auch. In gewisser Weise. Aber es wäre auf jeden Fall realistischer gewesen, wenn man ihn wirklich hinkommen lässt. Aber das Problem war halt... Wer sagt mir dann, dass es tatsächlich auch dazu kommt? Ne? Also, klar, irgendwie hätte dann am Ende natürlich eine Lösung gefunden werden müssen. Einer von beiden hätte sowieso sterben müssen. Aber dann hätte man Luke wenigstens im Kampf besiegen können. Also im Kampf besiegen lassen können und nicht... Und nicht einfach so auf dem Stein verschwinden. Aber gut. Er wird auf jeden Fall zurückkehren in Episode 9 und wir werden ihn jetzt das erste Mal treffen. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, published by Warner Bros. Games Inc. Developed by TT Fusion, Studio Manager Paul Flanagan und dann weiter so. Ja, Spiel ist super geil, also muss ich sagen, das Spiel hat mir damals schon Spaß gemacht, dass es rausgekommen ist vor 2 Jahren. Jetzt noch, macht auch Spaß.
Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Folgen noch dabei. Wenn ich die ganzen Bonuskapitel, die ganzen Bonusmissionen noch mache, die sich so ein bisschen um die ganze Begleitliteratur und die Begleitstories zu dem Episode 7 Film drehen. Zum Beispiel, wie Admiral Akbar entkommen ist oder gefangen genommen wurde, wie C-3PO seinen roten Arm bekommen hat, was es mit dieser einen Spezies auf sich hat, wie die von der Ersten Ordnung angegriffen und ausgelöscht wurden. Das sind spannende Stories, sind halt immer so ein Kapitel-Dinger. Oder die beiden Piraten, mit denen Finn fortgehen wollte, mit dem roten Baron oder, keine Ahnung, roten Korsar oder sowas. Sind ganz coole Stories. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr da wieder dabei seid. Das ist jetzt erstmal das Hauptspiel gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner zahlreichen anderen Projekte. Nächste Woche, wie gesagt, die Einzelstories, die Einzelepisoden. Und ja, ich lasse euch jetzt noch allein mit dem Abspann. Ich glaube, das Spiel hat es verdient, dass ich den Abspann komplett durchzeige. Und von daher bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Wow.
Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Na, dann beschießen wir diesen Generator mit allem, was wir haben. Mich sofort hier raus! Jawohl, Chef! Der rote Knopf! Sie klingt wirklich wütend. Vielleicht sollten wir sie dort lassen? Das habe ich gehört! Den anderen roten! Ich warte! Chef! Verzeihung! Nicht. You might need this.